Genau, das ist unser Garten. Riesengroß und wunderschön. Und ja, die Morgensonne, wo du drüben aufgehört. Dann schauen wir mal, was der Maxi macht. So, der Modi ist jetzt wieder da. Und jetzt ist es nur eine Einstellungssache. Wir haben uns das am ultraheißen Föhn gekriegt. Und für was ist der, Baby? Der ist zum Abblitzen da, für die Zündung. Dann hängen wir jetzt quasi dann das Kabel vom ersten Zylinder. Und dann können wir immer schön sehen, wo der Zündzeitpunkt ist. Und dann müssen wir uns die Zündung so hydran auf 5 nach OT, glaube ich. Dass quasi der Zündzeitpunkt, der Funke im richtigen Moment kommt. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber er hat von der Batterie da ein Kabel verlegt. Dass wir Masse haben, oder? Dass wir Strom haben. Masse haben wir da schon. Masse haben wir da. Jetzt schauen wir noch im Buch nach. Wir haben ein neues Buch, weil in dem alten haben wir gar nichts mehr lesen können. Und die Zeichnungen sind da besser. Viel besser, man schaut es mal an. Das ist viel cooler, das Buch. Ja, genau 5 Grad nach. Ja, mit der Hilfe vom Schorsch haben wir es dann durchgekriegt, dass wir die Zündung richtig einstellen. Also wir haben so ein Gerät für unsere Vergaser gekriegt von unserem Mechaniker. Und genau, wir müssen halt schauen, dass die Zeiger dann gleich, also synchron laufen, dass beide synchron sind und dann, genau, ist richtig eingestellt. Ja, wie man vorher gerade gesehen hat, hat unser rechter Vergaser langsamer gezogen. Das heißt, ich habe beim Gasgestänge unten an dem Stellstangerl, sag ich jetzt einfach mal, das habe ich ein bisschen verdraht, ein bisschen einhydraht, dass der quasi genauso schnell aufmacht wie der linke und dementsprechend waren es dann auch synchron danach. Ich will unbedingt das Leckerli haben. Lecker. Das ist die süße Maus, du. So, nach einiger Einstellarbeit haben wir dann unsere erste Probefahrt machen können. Unsere erste offizielle Probefahrt. Ich meine, zum Bremsen richten haben wir ja schon gefahren. Aber unsere erste eingestellte, richtige Probefahrt. Und die haben wir erst einmal gleich zu unserer Werkstatt gemacht, um einfach nur mal mit die zwei zum Ratschen, dass sie mal nochmal anhören, ob alles passt und genau. Was sagst du zu unserem neuen Ölkühler, Baby? Der ist super geil. Jetzt waren wir hier konstant mit 90 Grad, obwohl wir auch nicht viel überfahren, nicht schnell sind. Aber trotzdem nochmal konstant 90 Grad. Mega geil. Mega geil.
So soll das sein. So, das ist unsere Werkstatt. Da haben wir wirklich alles von denen gekriegt. So nette Menschen.